Und jetzt kommen wir zu Kandidat Nummer 5. Und der bringt mehrere Talente mit. Er spricht unter anderem fließend Oberbayerisch und er kann auch noch ganz passabel tanzen. Ich heiße Birgit Mordstein, bin 20 Jahre alt und komme aus Freising. Breakdance ist mein Leben. Und der nächste Mann, ich glaube, der wird von all denjenigen gewählt, die sich wünschen, dass sie für ein Tütchen in Zukunft nicht mehr drangekriegt werden. Ich bin der Geschäftsführer des Deutschen Hanfverbands, 41 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich kämpfe für die Legalisierung von Cannabis. Du hast es allerdings auch schon geschafft, selbst ohne eine Million, die Diskussion bis ins Kanzleramt. Wir sind der Meinung, dass Cannabis als Droge eingestuft werden muss. Bei Alkohol und Zigaretten ist ein vernünftiger, begrenzter Umfang nicht sofort so suchtgefährdend, wie das bei Cannabis nach unserer Auffassung ist. Also Frau Merkel hat sich offensichtlich nicht mit Fachleuten beraten, bevor sie uns diese Antwort gegeben hat. Ich selbst habe auch schon mal Cannabis probiert. Ich bin nicht abhängig geworden, ich bin auch nicht krank geworden oder dumm. Ich bin Diplom-Finanzwirt geworden und ich bin nicht kriminell. Ich bin Michael Fritz, 30 Jahre jung, wohnhaft auf St. Pauli, Hamburg. Ich möchte, dass alle Menschen weltweit den Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Kaltes, klares Wasser. Kaltes. Kaltes. Viva Con Aqua steht für sauberes Trinkwasser. Kamera läuft. Action. Wir würden uns wünschen, dass es möglich ist, eine Welt ohne Durst zu haben. Applaus, Applaus. Für deine Worte. Die Idee mit den Pfandbechern ist sehr alt. Wir sind auf ganz vielen Festivals in Deutschland unterwegs und dort können die Leute ihren Pfandbecher spenden. Der hat 1 Euro Pfand. Dann sagen wir den Musikern, dass sie sich abwerfen lassen sollen auf der Bühne. Dann fliegen die Becher hoch, so wie sternschnuppenartig. Wir sammeln die ein und dann sind es 2.000 bis 4.000 Euro, je nachdem, wie viele Becher geworfen wurden. Der Mann und seine großartige Idee stellt sich jetzt selbst vor. Und sein Name ist Amadou Diombo Diallo. Bitte schön. Ich bin Amadou Diombo Diallo, 52 Jahre alt und komme aus Guinea. Ich möchte, dass in Afrika jedes Kind eine Schulausbildung bekommt. Ich bin in einem kleinen Dorf in Guinea geboren, Miside. Mit 6 musste ich das Dorf verlassen, um in die Stadt zu gehen, weil in dem Dorf dort gab es keine Schule. Wie schön wäre es, wenn ich diese Möglichkeit hätte, die Schule in meinem Dorf dort zu besuchen. Wenn ich einen Rückblick mache, schon 10 Jahre läuft mein Projekt. Ich bin stolz auf das, was entstanden ist. Aber die Schule, die dort steht, das geht nur bis zur 6. Klasse. Wählt mich, damit wir von der Million eine Berufsschule in Guinea für Jungs und Mädchen bauen können. Wir sind Knallfrosch Elektro und kommen aus Aurich. Wenn wir die Millionen gewinnen, dann machen wir eine fette Tour durch Deutschland und dann gibt es für alle Freibier! Und wenn wir beschreiben sollen, was wir machen, dann ist es eine Mischung aus vielen verschiedenen Musikrichtungen. Redest du mit mir? Ich hab wieder nichts gecheckt. Da ist Hip-Hop mit drin, da ist elektronische Musik mit drin. Harte Gitarren, pumpiges Schlagzeug. Wir sind die Complex Crew und kommen aus Münster. Unser Motto, Life is Dance. Bam! Boah, wenn wir die 1 Million gewinnen sollten. 1 Million Euro und die wollen wir teilen durch 2. Dann bleiben 500.000 über, die sind für uns. Die anderen 500.000, die wollen wir spenden. Und die gehen dann halt an Organisationen und Hilfen für Behinderte und Kinder auf den Philippinen. Hier ist Ease. Ich bin Ease, 30 Jahre alt und wohne in Köln. Er ist ja Usetjong! Oshinigai Piano. Ich bin Musiker aus Namibia und immer gute Laune. Ich bin heute hier, weil ich will gerne meine Musik bei der Millionärswahl den Leuten näher bringen. Wenn
Benedikt, Georg, Michael, Amadou, Knallfrosch Elektro, die Complex Crew und Ease. Diese sieben Menschen oder Menschengruppen, ne, je nachdem, wie sich das gestaltet, sind hier nächsten Samstag, um auch um ihre Stimmen zu kämpfen und sie dazu zu bringen, denen 1 Million Euro zu gönnen. Wir hoffen, dass bis dahin der Technikgott und alle anderen, die hier ihre Finger im Spiel haben, uns wohlgesonnen sind und sehen uns nächsten Samstag quasi auch direkt schon wieder, gell, Elton? Ja, ja, auf jeden Fall wird es eine wunderbare Show, darauf freue ich mich. Also. 22:30 Uhr auf Pro7, eine wunderbare Nacht. Bis dahin, auf Wiedersehen.